Wir brauchen Wachstum wie einen Bissen Brot. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass unsere Wirtschaft wächst? Woher kommt dieser Zwang zum Wachstum? Nach Meinung vieler Experten liegt einer der Hauptgründe des konstanten Expansionszwangs zur Ökonomie in der Eigenschaft des Geldes, in der Art und Weise seiner Entstehung. Jedes Geld beruht auf einem Kredit. Irgendjemand zahlt für das Geld, das ich besitze, Zinsen. Geld entsteht durch Kredit. Kreditgeldschöpfung bedeutet Verschuldung, bedeutet Verzinsung von eingesetztem Kapital, bedeutet schließlich exponentielles Wachstum in einer endlichen Welt begrenzter Ressourcen. Ein natürliches Wachstum bremst sie ein. Unser zinsbasiertes System ist eine exponentielle Wachstumskurve, wenn man in der Natur nur beim Krebs kennt, und das ist zerstörerisch. Ökologie, Soziales und Kultur geraten unter Druck. Zinsen für Kredite müssen verdient werden. Sie müssen erwirtschaftet werden. Zinskosten sind also in allen Produkten und Dienstleistungen mit enthalten. Diese Kosten werden aber nicht von allen Mitgliedern der Gesellschaft gleichermaßen getragen. Es gibt manche, die einen höheren Teil dieser Kosten zahlen. Diese Tatsache trifft nicht nur auf einzelne Mitglieder unserer Gesellschaft zu, sondern auch auf ganze Regionen. Interessanterweise ist so, dass das in allen Krisenregionen dieser Welt so ist, dass das Geld, das da ist, geht weg in die sogenannten Boom-Regionen. Der Versuch einer sogenannten Krisenregion, selbstbestimmt einen Weg aus der Krise zu finden. Ein Versuch, eine Alternative zu unserem Geldsystem zu schaffen und jene Bereiche der Gesellschaft dem Druck eines auf Wettbewerb ausgerichteten Systems zu entziehen, die in Kooperation besser gedeihen als in Konkurrenz. Wir machen im Waldviertel unser eigenes, unter Anführungszeichen, Geld.